Und Pascha hat noch das Auge, sie nur macht. Jetzt macht er. Gola, Assere, Gola, mi gente, was geht ab, meine Besten, euer Boy Elmo Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, mi gente, ich hoffe, euch geht's gut. Auf jeden Fall, Leute, ihr könnt sehen, ich bin mal wieder unterwegs. Ihr wisst ja, ich habe leider immer noch nicht den Führerschein, aber das hilft nicht davon ab, für euch freshe Videos zu drehen und natürlich für euch Hashtag Abonnenten-Spieltag zu drehen. Und ja, jetzt geht's nach Berlin und zwar zu einem richtig wilden U15-Turnier. Es wird unter anderem wieder von Bayern der Weezy und Lennart dabei sein. Also wird sehr, sehr wild. Und wir haben noch einige Spieler von Tennis Borussia gespielt, von Hertha, Werder Bremen wird wieder da sein, Union Berlin, viele, viele andere wilde Teams. Ich werde es euch noch einblenden jetzt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber. Erstmal nehmen den Flieger von Zürich und dann geht's nach Berlin. Noch ein kleines Turnier, das wir machen werden. Unter anderem Bilal soll, glaube ich, auch noch am Start sein. Fatih, ein alter Kollege von mir, der Parmatch Berlin leitet. Und ja, ich würde sagen, wird auf jeden Fall cool, mal wieder in die alte Heimat zu reisen. Und wisst Bescheid, Finelli abchecken, oberster Link, was ihr noch einen freshen Hoodie, Shirt, Hose, Cargohose braucht. Wir sehen uns ein bisschen später jetzt am Flughafen. Liken, liken. Und ich habe gesehen, dass viele noch nicht Abonnent sind. Also falls ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt und abonniert, jetzt bitte einmal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Also, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt am Flughafen oder wenn was passiert. Hätte hier ein paar Abonnenten getroffen. Ja, alles gut bei euch? Ja, bei dir. Top. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Portugal, ja. Wollen gerade fliegen, aber wir wohnen in der Schweiz. Merci. Bis dahin, Jungs. Super. Rankings, mach's gut, ja? Ey, du. Zürich Junioren, hä? Wie witzig. Die fliegen wahrscheinlich jetzt ins Trainingslager. Guck, der winkt jetzt auch. Was ist doch hier los, Alter? Alle im Trainingslager. Yeah. Geht ab. Elevate Supporter. Geht ab, Jungs. Ihr habt Juventus. Was seid ihr? Ich will schätzen, ja, ich 15. Ja, nein, U17. U17? Ja. Ja, okay, Jungs, genießt, mach's gut, ne? Danke, ciao. Ciao, Jungs, ciao, ciao, ciao. Mit dabei, Leute. Ein OG, OG. Jalla, Bibo, jalla. Komm mal, du. Hä? Wir sind Finale gerade. Ja? Ja, ja. Okay, okay. Geht. Gewartet? Bruder, ich dachte spontan vorbeikomme ich. Ich bin hier wegen dem 15-Turnier, Hertha, Bayern und so. Das ist der genötigte Kameramann da oben, oder was? Wo kommst du, Bruder, ja? Bruder! Schon Halbfinale! Flug, Bruder! Flug! Bruder, ich bin dein Herz. So spät? Zeig mir da, Bruder. Ich bin da, ich bin ready. Ja. Wo bist du? Alles gut? Alles gut, Bro. Er meinte gerade, weißt du noch, Bruder, es tut mir so leid, wir waren so viel in Ordnung, Bruder. Ich hab so viel Stress. War damals bei, wie heißt das? Mit Balkan Mix, ja. Damals am Savini-Platz. Ja. Da war deine erste Show, wo du bei Elam Tunes warst. Ja. Bruder, seitdem. Krass, ja, dass ich dich nochmal wiedersehe. Ich habe danach nichts mehr gesehen von dir. Aber was war auch da beim Turnier oder was? Ja, ja. Zu sein, der Junge kommt straight aus dem Flughafen und ist einfach im Finale. Ohne auch nur einen Schritt gemacht haben. Man kennt den. Ohne einen Schritt. Man kennt den doch. Brasilianischer Dribbler. Kuba. Kuba. Wir machen hier live. Du bist einfach im Finale. Du bist einfach weiter als ich, ne? Du Arschloch. Olli! Wie? Bist du? Was ist das nicht gewesen, Leute? Was sagst du dazu? Ja, Fatih ist wild. Jo, okay. Challenges hast du auseinandergenommen von Nike. Bruder, von weißt Nike du? Und Adidas. Ja. Predator in Sting Cage. Ich weiß André auch. Schöle war da, er hat weniger Punkte als ich gemacht. Leute, wisst Bescheid, wenn ihr auch gerne mal bei so einem Turnier dabei sein wollt, checkt ihn ab. Und jetzt, bis morgen. Peace. So, mir auf jeden Fall. Schönen, schönen guten Morgen. Ich hoffe, euch allen geht's gut, ihr habt gut geschlafen. Leute, ich bin irgendwie um 2.30 Uhr ins Bett oder so. Muss nochmal schöne, schöne Grüße da lassen an Fatih und an Bilo und an die ganzen Jungs, die da waren. Hat mega, mega Spaß gemacht. Leute, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich auch mal so ein Hallenturnier organisieren soll. Dann Hashtag Hallenturnier.
in die Kommentare kommentieren. Und Leute, ich snack jetzt auf jeden Fall Brötchen, Nutella, eine Orange hier, ein bisschen Salami und dann um halb, ich habe nicht mehr so viel Zeit und um 30 kommt mein Shuttle, dann geht's rüber, erstes Spiel ist um 10 Uhr von Bayern gegen polnische Mannschaft, glaube ich, Lech Poznan oder so. Sagen, wir essen jetzt und ja, dann sehen wir uns ein bisschen später. Ich bin angekommen hier mit den Frankfurter, alles gut bei euch? Ja, alles gut. Wann habt ihr erstes Spiel? 11:39 Uhr. Gutes Line-Up, geiles Line-Up, Leute. Weezy da mit der Nummer 7. Ihn mal auf Großfeld zu sehen, bin ich sehr, sehr gespannt, was der Mann abreißt. Legt zurück. Ball kommt auf die 10. Aber kann dann da nicht genügend Druck hinter den Ball bringen. Oh, Möglichkeit jetzt für Weezy, mach ihn. Oh, jetzt nochmal. Nein. Eieieiei, Leute, was geschieht hier? Oh mein Gott, wie viel Pech da. Pech für die Bayern. Weezy hätte es da auf dem Fuß gehabt. Sehr, sehr Pech. Egal, Bro. Dein Tor kommt noch, Weezy. Auf. Komm, Lennart. Komm, Lennart. Oh, Grätsche. Lennart. Legt ab. Schussmöglichkeit. Oh. Oh, oh, Möglichkeit. Richard, rüber und da ist das Tor, aber abseits. Abseits. Also der Ref entscheidet auf abseits und er pfeift auch das Spiel ab. Also unser erstes Spiel, leider nicht das allerkrasseste, 0:0 von den Bayern gegen die Polen. Also jetzt nächstes Abonnenten-Battle, die Mannschaft von Noah und Tino. Leute, spielen jetzt gegen Kopenhagen. Also Tino da mit der Nummer 7 und Noah mit der 8, der Kapitän. Abonnenten hier, aktiver Bres. Mal gucken, was sie hier gegen Kopenhagen machen. Oh, beinahe da über den Torwart. Schussmöglichkeit und da ist es 1:0. Da ist es 1:0 für die Nürnberger. Oh, ja, diese Ditch-Bälle sind ja, sehr, sehr gefährlich, unberechenbar bei diesem Platz. Boah, schön gemacht von Tino. Super Pasta auf den 20er. Leute, Ingolstädter Schebebs. Alles gut? Bist du der Kapitän? Wer ist Kapitän? Ja? Wie heißt du? Ja, wir haben jetzt ein Bild. Okay, machen wir. Wir machen jetzt. Sonst kommen immer nur die kleinen Kinder, jetzt kommen die Großen. Jetzt kommen alle Altersregionen. Ja, komm, mach mal. Dankeschön. Knapper Ball. Also Leute, mal hier so die Torwartperspektive. Das ist also Finn Kolb. Dort auch ein interessanter Mann. Wurde ja bester Torwart bei diesem Turnier. Wir waren in Coburg. Ja. Nürnberg gewinnt die erste Spiel gegen Kopenhagen. Starke Leistung. So, also das erste Spiel für uns von den Jungs aus Berlin. Hertha Berlin gegen Werder Bremen. Mal schauen, wer hier die bessere Nachwuchsarbeit leistet. So, Ecke kommt. Jetzt die Möglichkeit für Mike. Oh. Ah, schade, schade, Bro. Auf jeden Fall hier, Freistoß. Oh, auf jeden Fall beides Brüder, ne, vom Bremen-Spieler. Okay, also da, Freistoß. War kurz getreten. Ja, 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 ja. Wie findest du auffälligster Spieler bislang? Jetzt ganz unparteiisch. Ich finde der Kapitän von Hertha finde ich ganz ein interessanter Mann. Kenn ich auch von. Auf jeden Fall. Und 13, ja, Mike, ja. Ja, Servus. Ich kenn aber dein Gesicht, glaube ich. Du bist eine Legende, oder? Nein, Mike. Zecke, oder? Ja, ja, klar, ich kenne dich. Aber du bist noch die größere Legende. Wo spielst du? Berliner SC jetzt noch. Okay. Aber wer ist der Bruder von Lucky, weißt du, Samacic, der jetzt bei Udine ist? Der war doch bei Hertha gewesen und bei Leipzig. Ja. Da saß Samacic. Boah. War ich mit dem in Kontakt? Stimmt, keine Ahnung. Ja, okay. Der ist links. Wenn du den musst du gucken. Ubitze, guckst du deine Dinge. Ja. Der spielt heute gegen Mailand. Ja, okay. Udine. Ja. Aber er wird dir, Er meinte, er hat dich gesehen, hat gesagt, ach guck mal, der ist der. Ehre, Mann, Ehre. Abonnent, oder was? Ja, ja. Korrekt. Abonnieren, na Logo. Mein Bruder als Spieler, man guckt und so, deshalb. Gib mal dein Handy, mach mir noch ein Foto. Dadurch habe ich dich kennengelernt, so. Können wir das vielleicht nach dem Spiel machen? Wäre das okay?
Boah, weiter, schön rein. Gemacht von Pascha. Hat noch das Auge für die Nummer 8. Und jetzt macht er. Oh, da macht er's. Da ist das Tor. Und aber super, super eingeleitet von Pascha. Lässt da den Gegner stehen. Perfekt. Und Leute, ich entschuldige mich, wenn dieses Mal das Material wirklich sehr, sehr verwackelt ist, dann liegt es daran, dass ich hier meine Kamera in der Hand halte und den Schirm irgendwie halten muss, weil ansonsten ja, hätten wir sehr, sehr viele technische Probleme mit der Kamera. Pascha, kleiner Prinz. Stark gemacht. Sehr, sehr gute Aktion, mein Junge. Also, wir hätten jetzt Tennis Borussia mit Fadi, dem Kapitän. Gegen Ingolstadt. Und in Ingolstadt habe ich auf jeden Fall auch Abonnente. Ich grüße auf jeden Fall beide Teams. Oh, und Ref zeigt auf den Punkt. Ref zeigt auf den Punkt. Das heißt, es gibt einen Elfmeter für Ingolstadt. Und er macht den souverän. Also 2-0 hier für die Ingolstädter. Oh, und da ist er. Der Anschlusstreffer. Wir können befreien. Der Neuner setzt sich wieder durch. Der ist stark, der gefällt mir. Er versucht sich da durchzutanken. Geht beinahe auch auf. Ja, auffälliger Spieler, diese Nummer 9 da von Ingolstadt. Oh, oh. Aber da ist er wieder. Ich hab's gesagt. Irgendwie, man hat es leider nicht so gut gesehen. Ich habe bis zu spät live geschaltet. Mit der Hacke hat er den Ball noch mitgenommen. Ob gewollt oder nicht, vollendet er sehr, sehr stark. Ich sage es ja, Nummer 9 fällt sehr, sehr auf. Gutes Stürmertalent, was ihr da in den Reihen habt. Ingolstadt. Fadi, Junge, Kopf hoch, passiert. Kurz Statement zum Spiel. Fans verloren leider, aber was soll man machen? Gegner war es besser. Nächstes Spiel müssen wir gewinnen. Gegen wen habt ihr als nächstes? Frankfurt, FSV Frankfurt. Okay, also werde ich wieder aufnehmen. Auf jeden Fall, Bro, Kopf hoch. Weitermachen, ne? Seit wann Abonnent? Also, das erste Video, was ich von dir geguckt habe, war MTU Cup, wo Schaffi Simons noch da war. Okay. Und da, wo Umut. Ja, dieses, Umut Torungschuh. Da war noch U17, glaube ich. Dieses Heimturnier in Magdeburg. Oder? Ah, da war U15. U15, ja. Also Umut, wir grüßen dich auf jeden Fall. Also gib weiter Gas, ja. Männer, Habibis, gleich nächstes Spiel nehme ich auf gegen, ja? Warte, Tennis Borussia. Das steht. Ja, guck, wie siehst du den Regenschirm halt. Jungs, gib Gas, ja. Also, Mente, Brøndby, die Jungs, die Dänen. Ich muss ehrlich gesagt googeln. No front, aber ich dachte eben, die Jungs kommen erstmal aus Schweden. Aber die Jungs kommen nicht aus Schweden. Die kommen aus der Nähe von Kopenhagen. Aber abseits, also. Bayern München erstmal von links nach rechts, Brøndby von rechts nach links. Oh, 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 aufpassen, aufpassen. Oh, und da ist das 1-0. Brøndby 1-0 gegen Bayern München. Es regnet hier wirklich aus Strömen. Flanke kommt. Oh, was geschieht hier? 2-0. 2-0 Brøndby. Eieiei. Was geht ab, mein Bruder? Alles gut bei dir? Bernd, auf jeden Fall, da ist der angesprochene Mann. Nicht abheben jetzt, aber sehr, sehr gut gespielt, hä? Danke. Sehr, ich hab's gesagt im Video. Danke. Ist aufgefallen. Nazi auch ein Thema bei dir? Nein. Nicht? Nein. An die Scouts da mal vorbeischauen bei dem Herrn. Wie heißt du? Manuel. Hä? Manu. Manuel. Manuel, ja. Abonnent. Ja. Ehrenmann. Ciao. Ciao. Oh, jetzt Lennart. Lennart! Oh, da ist es! Da ist der Anschlusstreffer durch Lennart. Gut gemacht, stark mit seinem linken, Fuß unten rechts. Und da jetzt, aber das. Oh ja, da hebt er die Fahne. Ja, also die Jungs aus Dänemark, die spielen das sehr, sehr stark. Als Team schnellen, einfachen Fußball und da ist es. Da ist es 3-1. Zeig mal. So seid. Ehrenmann. So seid. Schon mal ein Video kommentiert und geliked? Ja, ja, ja. So, Freistoß. Und da ist er jetzt wieder. Wieder der Anschlusstreffer. 3-2 jetzt.
Unglücklich, unglücklich vom Torwart. So, und das war's auch. Rempi gewinnt gegen Bayern München. So, mir hinter mein Schirmhalter ist angekommen. Ibrahim. Und sein Rücken, ne? Was geht ab? Wie heißt du? Bruno. Genau. So, Leute, Ibrahim hält jetzt die Kamera auf süß. Leute, hier, Mr. Gelber Schirm. Leute, aktuell Union Berlin 1-0 vorne. Wir gehen jetzt auf die andere Seite. Wetter ist eine Katastrophe, Leute, leider. Aber ja, ich versuche das Beste. Ich versuche das Beste für euch aufzunehmen. Gegen wen spielt ihr nochmal? Gegen Chelsea, ne? Nein, nicht Chelsea. Tennis Borussia. Tennis Borussia Berlin. Okay, okay. Ja. Ich grüß Paul. Voll Hand. So, ein Foul wieder für Noah Keller. Sehr, sehr nice. Super Assist von Noah Keller. Schön eingenetzt. Hoffen wir mal, dass der Nürnberger sich, oder wie sie heißt, Clubspieler, sich da nicht ernsthaft verletzt hat. Also Leute, Nürnberg verkürzt auf 1-1. Super Assist da von Noah Keller. Boah, super. Den Pass durchgesteckt und da ist es. 2-1 Union Berlin. Oh, 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 Möglichkeit. Oh, Pfosten. Oh, und da ist es, Tino. Tino. Stark. Da ist er also. Der Torschütze zum 2-2 und Abonnent der Kuba Crew schon länger, Tino. So, das war's. Also Nürnberg und Union trennen sich 2-2. So, Kimi, das nächste Spiel von Hertha, und zwar spielen sie jetzt gegen eine tschechische Mannschaft. Ich muss auch erstmal googeln, und zwar Pardubice oder so nennen sie sich. Versucht ihr einfach einen Seitfalls hier, Digga, was geschieht hier? Abonnentenbesatzung Diat auch jetzt da, linker Außenverteidiger, auch schon lange ein Zuschauer. Also, Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle hier, Pascha auch natürlich und Mikey gerade leider auf der Bank. Junger Mann, alles gut? Ja. TB, ja? Ja, U13. Stark. Dankeschön. Hier ist mein. Was sagst du, wer gewinnt? Hertha, safe. Hertha? Ja. Wie findest du den besten Spieler so? Von Hertha gerade? Pascha. Pascha, ja? Ja. Digga. Leute, was war das bitte für ein verrückter Schuss? Oh, schade, schade, dass er nicht reinging. Hätte ich ihm gegönnt. Also Leute, wir sehen auf jeden Fall paar gute Schüsse hier, paar nice Skills und ja, also wir drücken weiterhin den Herr Tana die Daumen. Auf geht's, Mannschaft von Diat, Pascha, vamos. So, Mike jetzt also auch auf dem Platz. Oh, Diat, Schussmöglichkeit. Oh, Nummer 11. Ah, aber steht im Abseits. Spiel wird abgepfiffen. 0-0 also hier. Schade, schade. So, Mehente, also jetzt spielt hier FSV Frankfurt gegen TB, Leute, die Gastgeber. Oh, was geschieht hier, Leute? Meine Damen und Herren, es sind hier Minusgrad, ja? Aber wir sehen hier fast ein Champions League vor, meine Damen und Herren. Boah, oh, oh. Oh, jetzt, jetzt, Momo. Okay, der kann auf jeden Fall was. Hat der Ibrahim recht? Oh. Ja, mach ihn doch! Ja, jetzt Momo, tschüss! Oh, bei Younes, Leute! Er ist dazwischen! Boah, hübsch gemacht! Oh! 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 Was war das für ein krankes Tor? Bruder, was jetzt geht hier ab? Digga, was ein Tor! Oh mein Gott. Digga, Leute, was geschieht hier? Oh mein Gott, was war das bitte für ein Tor? Überragende Flanke. Und dann so mit Zeitfalls hier reinzuhämmern. Digga, was geschieht hier, Leute? Crazy. Oh! Was geschieht hier? Was geschieht hier? Oh mein Gott, Leute, ich doch diese Kamera. War so ein geiles Tor, aber meine Kamera ist einfach ausgegangen, Digga. Oh Mann. Tut mir sehr, sehr leid, Leute. Momo hat überragend rasiert gerade, aber meine Kamera ist gerade ausgegangen. Und das war's, Leute. TB gewinnt. Tennis Borussia gewinnt. Leute, und ein Mann ist hier sehr, sehr rausgestochen. Das ist er da mit der Nummer 10. Aber Momo ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also, kannst du nichts machen, mein Tor,
Bitter, bitter. Schwer. Aber war schon. Ja, ja. Geil, Kopf hoch. Ey, krasses Tor, Junge. Danke, Kuba. Heftige, heftige Kiste. Kuba, ich liebe dich. Ich liebe dich, Bruder. Homo Maschine, Junge. So, Kimi, also jetzt das nächste Spiel von den Bayern. Oh, jetzt. Oh, 1-0. 1-0 für die Bayern. Die spielen gegen eine Auswahlmannschaft hier aus Berlin. Wiesi jetzt auch mit dabei. Aber die Schiedsrichter sprechen sich ab. Und abseits. Sehr gut. Abseits. Sehr gut, sehr gut. Abseits, abseits. Was sagt ihr, Spiel? Wie geht's aus? Bayern verliert. Ja. Okay, okay, schauen wir, schauen wir. So, schöne Balleroberung von Moritz. Oh, und da ein Eigentor. Also 1-0 für Bayern. Oh, den hab ich gesehen. Eieiei, und jetzt mach das so, belohn dich. Oh, perfekt. Perfekt gespielt. Eieiei, was ein Beini. Setz dich dann durch und Wiesi vollendet dann perfekt. Eieiei, aber was ein Panner da. Was ein Panner von der Nummer 16. Stark gemacht. So, ich bin auf jeden Fall gerade hier mit ein paar FSV Frankfurt-Spielern, haben wir gerade ein Bild gezeigt. Das ist einfach er damals im MTU Cup. Wann war das, Bruder? Vor 4 Jahren oder so? So, Miente, Spiel ist zu Ende. Also Bayern gewinnt hier sehr, sehr deutlich. So, Miente, ich bin jetzt mit der Gastgebermannschaft. Auf jeden Fall bin ich hier zum Eiten mit. Fadi. Und? Momo. Efe. Yusuf. Okay. Jungs, als allererstes, macht's euch stolz, für TB spielen zu dürfen? Auf jeden Fall. Wir haben hier viele Möglichkeiten und so präsentieren und haben auch Spaß. Unsere Trainer sind immer hinter uns. Ja. Okay. Momo, du hast auf jeden Fall viele Aktionen gehabt. Ich habe leider bei meinem Tor, das konnte ich nicht aufnehmen. Wer ist so dein Vorbild? So jetzt gerade aktuell ist Jamal Musiala aktuell mein Vorbild, aber sonst generell Lionel Messi. So, dann Efe, glaube ich, ne? Ja. Genau, Efe. Nummer 7 bei TB, wie fühlt das sich so an, gegen so andere Top-Mannschaften zu spielen, sich zu vergleichen? Es ist schon eine Nummer, aber ich finde, man sollte nicht auf den Namen achten, weil wir haben auch schon gegen gute Gegner gewonnen, wie Wolfsburg und auch HSV, und haben auch gegen Bayern nach regulärer Zeit 1-1, und deswegen finde ich, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht. Da gibt es nur Ausnahmetalente und das fehlt dann bei uns. Yusuf, Frage an dich, du bist Innenverteidiger, ja? Wie fühlt sich das an, wenn du gegen andere Top-Mannschaft, bist du da speziell nervös, machst du da irgendwas anderes? Wie hältst du dich da motiviert? Also ich versuche mich auf jeden Fall zu fokussieren vor dem Spiel, auch nach dem Spiel versuche ich fair zu bleiben trotzdem. Und ich finde, das ist gut, dass wir uns gegen gute Gegner auch messen können und auch die Chance dazu haben, und ich gebe mein Bestes einfach. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Spiel, ich glaube Hertha spielt jetzt, und dann komme ich und schaue euer Spiel zu. Also hey Jungs, macht's gut, gib Gas. So, jetzt Hertha gegen Lech Poznan. So, mir hinter, also eines der letzten Spiele, bevor es dann zum letzten Spiel von TB geht. Jetzt Hertha, Chance für den Stürmer. Was macht er? Er trifft zum 1-0. So, zu Ende hier. Gutes Tor da auf jeden Fall vom Hertaner. Starke Leistung, und sie sind somit auch qualifiziert für morgen. Also wir gucken uns hier das letzte Spiel von heute an, und zwar TB Tennis Borussia spielt hier ihr letztes Spiel, und sie müssen es gewinnen, damit sie noch morgen Chancen haben, vielleicht sogar das Finale. Also sie müssen hier gewinnen, Leute. Geht's, Momo? Komm, Momo. Schön. Die Stettiner machen sehr, sehr hohen Druck. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit. Boah, das ist eine super Einzelaktion. Legt drüber. Den muss er machen, von da aber wäre er abseits gewesen. Aber gute Aktion. Oh. Da ist die Entscheidung. So,
Was habt ihr gemacht, Jungs? 1-1 gespielt gegen. Das heißt, seid ihr weiter? Nee. Nein. Egal, Kopf hoch. Ja, egal, Jungs. Kopf hoch, man kann nicht immer gewinnen. Verlieren gehört auch dazu. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt ein bisschen später. So, mir Hente, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind am Ende des ersten Tages-Vlogs angekommen, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber rüber und filmen den zweiten Tag. Das Video kommt dann bald und Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wo ich als nächstes zum Turnier kommen soll. Falls ihr auch mal ein Auslandturnier habt, in Italien, Portugal, was weiß ich, bin ich sehr gerne dabei. Und ja, ich würde sagen, Leute, liken, kommentieren, Hashtag abonnieren, Spieltage, wenn ich das weitermachen soll. Und ja, wisst Bescheid, folgt mir auf Instagram, checkt Finale ab. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Love you all.